Herr Dankl hat ja am Wochenende auch gesagt, für uns ist klar, dass eine grundlegende Verbesserung der Gesellschaft nur auf demokratischem Weg erreichbar ist gleichzeitig. Jetzt, Sie sind ein Intellektueller und für mich ist es ein intellektuelles Rätsel oder eine Frage. Gibt es sowas wie demokratischen Kommunismus? Nein, das gibt es nicht. Das halte ich für ausgeschlossen. Das wird immer wieder gern behauptet. Auch es gab mal eine Partei des demokratischen Sozialismus in Deutschland, die eine SED-Nachfolgepartei gewesen ist. Das wird nie wirklich funktionieren, auch wenn das im Parteiprogramm oder sagen wir mal im Habitus einer Partei die Rolle spielt, dass sie ja fürs Volk oder für einen Teil davon einzutreten behaupten. Da bin ich auf Ihrer Seite. Das gibt es nicht. Wenn Sie, oder anders ausgedrückt, Sozialismus, Kommunismus hat immer eine Grundlage, nämlich Gemeinwohl geht vor Eigenwohl. Das ist bei allen diesen Sachen eine Grundlage, ob das im Nationalsozialismus ist, der viele Züge in dieser Richtung hatte, ob das im Kommunismus im real existierenden so war oder jetzt zum Teil auch bei den Grünen. Gemeinwohl, Gemeinnutz geht vor Eigennutz und das hat Konsequenzen. Und diese Konsequenzen bestehen eben darin, dass definiert werden muss, was Gemeinnutz ist, dass der andere, der dem entgegensteht, dann verkürzt werden soll. Wie machen wir das? Welche Strafen gibt es bei Abweichung und so weiter? Das geht immer und meiner Meinung nach auch zwangsläufig in Gewalt. Ich meine, Sie sind ja in der DDR aufgewachsen. Vor dem Mauerfall waren Sie auch in der Nationalen Volksarmee. Die DDR ist untergegangen. Es wurde dann die Kommunistische Partei verboten. Mhm. Also von wegen Aufarbeitung, das gab es in dem Sinn dann ja wohl auch doch. Glauben Sie, dass man das dann anderswo einfach so wegwischen kann und sagen, ach, das ist ein netter Mensch, Kommunismus ist nicht so tragisch? Ja, das stört mich schon lange auch. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen hier in Österreich ist. In Deutschland scheint mir, dass hier mit zweierlei Maß deutlich gemessen wird. Ob aus Absicht oder eher Unkenntnis. Ich würde eher zu Letzterem tendieren, eher aus Unkenntnis und Gleichgültigkeit. Wir haben einfach das Problem, dass viele Ostdeutsche, ich komme aus Ostdeutschland, in den Medien eher unterrepräsentiert sind. Die, sagen wir mal, Hauptqualitätsmedien sind eher westdeutsch, wenngleich es da Ausnahmen gibt. Trotzdem sind die ostdeutschen Themen eher abgeräumt. Und dazu zählt die Erfahrung mit dem real existierenden Sozialismus. Und wenn ich mir angucke, was jetzt bei den Grünen passiert, wo viele, naja, Déjà-vu-Erlebnisse kommen. Also für jemanden, der das erlebt hat in der DDR. Da kommt vieles wieder zum Vorschein, was wir, sage ich mal, in Anführungszeichen kennen. Und was mit einem Achselzucken abgetan wird, es ist ja für die gute Sache. Aber haben Sie da ein konkretes Beispiel? Also jetzt kommt die Grünen-Diktatur? Ja, beispielsweise bei Habeck diese Wärmepumpengeschichte. Ne, dass ein Staat festlegt, wie ich heizen soll oder womit ich heizen soll. Da soll er sich bitte raushalten. Das kann ein Hausbesitzer oder ein Mieter selber entscheiden. Aber das würden Sie jetzt mit einem diktatorischen Regime vergleichen? Nein. Oder mit dem Beginn oder mit ersten Anzeichen? Nein, Wärmepumpeverordnung? Sie können das natürlich nicht gleichsetzen. Das Problem dabei ist, auch Diktaturen waren mal Embryos. Ein Drache muss nicht immer ausgewachsen sein. Der kann auch so klein als Embryo sein. Die Diktatur beginnt mit der Wärmepumpe. Nein, beginnt sie nicht. Aber sie beginnt bei Herrn Habeck damit, dass jemand eine bestimmte gesellschaftliche Splittergruppe oder Partei sich anmaßt zu bestimmen, was gut für die Gesellschaft ist, was ein wichtiges gesellschaftliches Thema ist. Aber es macht Politik immer. Aber der Kern ist das kann man aber wie hier an dem Tisch sozusagen auf den allgemeinen Tisch legen und zur Diskussion freigeben. Das geschieht aber meiner Meinung nach zu wenig, weil viele Medien, nicht alle, aber viele dort wie in einem Art von Gleichtakt agieren. Es wird einfach schon sehr schnell ein Mantra draus gemacht. Es ist mir so glaubensbekenntnisartig. Ja. Wenn ich dann sage, ich will keine Wärmepumpe, dann ist es nicht nur, aha, der will keine, sondern ist das, warum willst du keinen, muss ich mich rechtfertigen. Bist du ein schlechter Mensch. Du wirst sehr schnell in ein Eck gedrängt, wo du dich rechtfertigen musst und nicht rauskommst. Ich meine, das ist die Moralisierungsfrage. Entscheidend ist ja dann doch, weil meine Frage war, glauben Sie tatsächlich, dass man das, was Sie auch in der DDR erlebt haben, mit dem, was jetzt, weiß ich nicht, wenn in Salzburg tatsächlich ein Kommunist Bürgermeister wird, vergleichen kann? Weil die Frage ist, auch wenn man, glaube ich, gute Gründe dafür finden kann, zu sagen, so was wie demokratischen Kommunismus kann es schwer geben. Was die Grünen in Deutschland machen, wird ja immerhin noch alle paar Jahre einmal irgendwie dem Volk vorgelegt und man kann sich auch für andere Parteien entscheiden. Nicht? Das konnte man in der DDR nicht. Also ich kenne diese Politiker, die Sie erwähnen, kenne ich nicht näher. Sie können ehrenwerte Menschen sein, ehrenwerte Politik betreiben und Motive haben. Muss man sich das dann aber, sagen wir mal, unter dem Label KPÖ gefallen lassen? Ich kenne ein bisschen was, wir haben den Höchstädtplatz erwähnt, da ist ein Denkmal für Johann Koblenig drin, habe die Frau mal kennengelernt,
die Hilde Koblenisch. Hilde Koblenisch, die eine Moskau-Emigrantin war. Vor deren Lebensleistungen kann man den Hut ziehen. Und ich verstehe die auch, was ihren Idealismus für eine bessere Gesellschaft betrifft. Nur, oder Eugen Fischer beispielsweise, sie haben sich ja auch alle distanziert, das hat es ja gegeben. Nur bei uns in Deutschland habe ich mit der Linken ein Problem. Sie ist nämlich Rechtsnachfolger der SED und das ist eine Mauerschützenpartei. Die haben Verbrechen begangen und da gibt es nichts, da gibt es keine wirkliche Distanzierung davon. Und das ist ja so, Geschichtsvergessenheit ist so ein Begriff, der immer wieder in die politische Diskussion kommt. Und in Österreich reden wir, wenn wir über Geschichtsvergessenheit reden, eigentlich immer über die Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus. Macht man es dann nicht ein bisschen zu leicht, wenn man das nur in die eine Richtung macht und, naja, und das warum, andere eigentlich nicht? Warum reden wir über den Nationalsozialismus? Der Nationalsozialismus hat hier in Österreich und in Deutschland Verbrechen begangen und nicht die KPÖ. Nicht? Also so beginnt es einmal. Österreich, kann man sagen, ist immerhin von der Roten Armee, von den Nazis befreit worden. Also das fällt auch schon in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit. Dass dann furchtbare Sachen passiert sind bei dieser Besetzung, mit den Vergewaltigungen und Gewalttaten und Verschleppungen und so weiter, das ist unbestritten. Natürlich. Ich wundere mich auch, dass das relativ rasch in Vergessenheit geraten ist. Aber dass wir uns hauptsächlich mit dem Nationalsozialismus beschäftigen, der hier Konzentrationslager gebaut hat, der hunderttausende Menschen ermordet hat, na, das ist doch wohl logisch. Dass man sich in Ostdeutschland in erster Linie mit dem Kommunismus beschäftigt, naja, ist auch verständlich. Naja, ja, natürlich. Aber diese Geschichtsvergessenheit gibt es ja in beide Richtungen. Also wir haben eine Zunahme an rechtsradikalen Delikten. Also diese Geschichtsvergessenheit ist ja generell ein Thema in Österreich. Also sowohl was die Vergangenheit, also, den Nationalsozialismus betrifft, als auch den Kommunismus, auch wenn uns Ersteres viel mehr bewegt hat. Aber nur eine Ergänzung, bevor hängen bleibt, Dankl möchte die Enteignung. Ich habe das Parteiprogramm auch gelesen. Was auch drinnen steht, ist, und das ist ja das, was er politisch in die Debatte wirft zum Thema Wohnen, er ist für eine Leerstandsabgabe und ist für die Aufdeckung der Mittel für den sozialen Wohnbau. Das ist die nette Variante, aber es steht ja, im Programm, die Enteignung der Produktionsmittel und der Gebäude. Das steht dort drin. Und das meine ich, da sagt man nicht, ja, der ist aber eh so nett, das wird schon nicht passieren. Nein, ich habe gesagt, dass er nett ist. Hatte ähnliche Dinge im Parteiprogramm und hat darauf gesagt, das muss man sich nicht fürchten, weil wir könnten das in Graz gar nicht, das ist eh eine Bundesangelegenheit. Also wenn man so leicht rauskommt, ja. Finden Sie das okay? Also, ich glaube, man hat es ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen. Er hat nicht gesagt, er würde jetzt alle enteignen. Er hat gesagt, der Herr Dankl zum Beispiel hat ja auch eine Eigentumswohnung. Wo beginnt dann die Enteignung? Bei einer Wohnung, bei zwei, bei drei, bei großen Immobilienentwicklern? Das ist so ja überhaupt nicht definiert. Das hat er ja nicht konkret gesagt. Er wird, wenn er Bürgermeister wird, jetzt enteignen. Die meisten würden hoffen, dass sie nirgends beginnt. Weil Enteignung, glaube ich, anerkanntermaßen. Ja, aber er hat ja auch eine Eigenheit. Wenn er es gesagt hat, das ist eine Partei, die hat Vorschläge, ja, damit geht sie in Wahlen, ein Wahlprogramm, mit dem geht sie in Wahlen und schaut, dass sie möglichst viele Wähler für dieses Wahlprogramm gewinnt. So, das haben die gemacht mit diesem Wahlprogramm, ich habe das nicht gelesen mit der Enteignung, so. Okay, dann ist dieses Ergebnis rausgekommen. Also, gilt das auch für die FPÖ und ihre Vorschläge? Na sicher gilt das für die FPÖ auch. Die Bier wird mit ihren Ideen und kriegt eine bestimmte Anzahl von Stimmen dafür. Und wahrscheinlich im Nationalrat. Da hat Herr Lackner recht mit einer Einschränkung. Die wenigsten der Wähler vom Herrn Dankl werden das Wahlprogramm gelesen haben. Es findet das statt, was Sie richtig gesagt haben. Er ist ein politisches Talent. Das war Sebastian Kurz auch, oder? Sonst mal für FPÖ-Wähler, die da im Bierzelt sitzen, das Programm der FPÖ. Also ich behaupte mal, dass der Nukleus dessen, was das Wahlprogramm oder das Parteiprogramm der FPÖ ausmacht, jeder kennt. Naja, aber es ist ja ganz einfach. Wir wissen auch, was das ist. Aber die FPÖ hat das Thema Migration und Integration besetzt. Die Grünen haben das Thema Klima und Klimaschutz besetzt. Und das Thema die KPÖ hat das Thema Wohnen besetzt, nämlich sowohl in Graz die Frau K. als auch jetzt der Herr Dankl in Salzburg. Und das seit 6 Jahren. Und das, was die sagen, leben die im Sinne von diese Sozialabgaben und diese Hausbesuche, die ganzen Infostände. Wenn ich mit Salzburgern spreche, mit politischen Beobachtern oder Menschen, die in Salzburg leben, dann sagt ihr, dass niemand so präsent ist wie der Herr Dankl. Mit Infoständen, Hausbesuchen etc. Er ist unglaublich engagiert, er ist sozial sehr engagiert und wird da von den Wählerinnen und Wählern als glaubwürdig wahrgenommen. Ob man jetzt alles vom Wahlprogramm teilt oder nicht, aber ich glaube, das ist das Phänomen, warum er gewählt wurde und vielleicht Salzburger Bürgermeister werden könnte. Und im Übrigen, ein Drittel der Österreicher hat kein Problem damit, wenn eine kommunistische Partei im Parlament und in der Regierung vertreten ist. Also ganz offensichtlich gibt es dieses ideologische Schreckensgespenst nicht, weil sich der Wähler und die Wählerin einfach die handelnden Personen anschauen und diese ideologischen Grenzen sich auflösen und verschwinden. Das ist halt einfach so. Man kann es gut oder schlecht. Wir kommen dann, glaube ich, noch mal sehr darauf zurück, ob das dann tatsächlich immer für alle Seiten gleich gilt und ob er damit gleichem Maß misst. Was aber auffällt, auch in unserer Debatte, ist, wir reden jetzt immer dann, wenn man über die Wahlprogramme redet und auch über einzelne Personen, über die Extreme. Ist es jetzt so, dass die
die Bürger irgendwie immer mehr einfach so quasi sich ausrichten nach Extremen? Ist das dieser Verlust der politischen Mitte, der sich da abzeichnet? Also ich glaube nicht einmal, dass die Salzburger Wähler den Herrn Dankl jetzt als Extremen verstehen. Ja, die verstehen. Ich habe mir angeschaut, wer hat denn eigentlich die KPÖ gewählt? Alle, ne? Von allen Parteien. Die KPÖ hat dazu gewonnen am meisten von den Nichtwählern. Ja, also die das letzte Mal nicht gewählt haben, das ist ungefähr 40% ihrer Wählerschaft. Und dann hat die KPÖ gleich viel von der SPÖ wie von der ÖVP plus Neos gewonnen. Ja? Also die ÖVP und die Neos sind völlig unverdächtig in der Enteignungsfrage, ja, und in der und Privateigentumsfrage. Und aber das heißt, völlig, Programme kann man eigentlich vergessen. Völlig unverdächtig, dass sie jetzt besonders extreme und radikale Politiker gern haben. Die verstehen den nicht als radikal und extrem. Ja. Also die Frage scheint dann eher, ob jemand quasi noch Vertrauen genießt oder ob jemand kein Vertrauen genießt. Herr Dellkamp, der ostdeutsche SPD-Politiker Frank Richter hat gesagt, am Ende der DDR hat keiner mehr etwas geglaubt, da hat keiner mehr etwas für sinnvoll gehalten, da wusste man, das ist granatenmäßig gescheitert. Mhm. Wie weit sind wir denn heute jetzt, wenn die Glaubwürdigkeit so quasi der Regierenden und der etablierten Parteien so weit sinkt und diffundiert, wie weit ist man dann von dem Punkt entfernt, dass man dann sagt, es gibt Mehrheiten, die glauben eigentlich nichts mehr? Das kann ich für hier, für Österreich nicht beurteilen, aber in Deutschland sind die Nichtwähler, die meiner Meinung nach am ehesten diese Tendenz haben, mit die stärkste Partei de facto. Und die Zustimmungswerte zur AfD in Deutschland speisen sich aus diesem Pool. Dass Leute sagen, also wir den etablierten Parteien vertrauen wir nicht mehr, sondern wir gehen in eine Alternative hinein. Ob es das dann parteienmäßig gesprochen ist, wird sich herausstellen. Aber das scheint mir ein großes Motiv zu sein. Ich hätte gern bei kommt dieses Misstrauen? Aus Ihrer Erfahrung, aus der Lebenserfahrung. Das Misstrauen kommt, ich kann aber ganz persönlich werden, das kommt bei mir daher, dass ich grundsätzliche Einwände habe gegen die Energiewendepolitik, gegen die derzeitig herrschende Migrationspolitik, wie die gemacht wird. Ich habe grundsätzliche Einwände gegen die Corona-Politik, wie sie gelaufen ist. Ukraine ist ein schwieriges Feld, aber das sind vier wesentliche Hauptpolitikfelder. Und wenn Sie hier grundsätzliche Einwände haben gegen das, was von der Regierungsseite her gelaufen ist, dann stellen Sie sich die Frage, wo Sie sind, politisch. Das ist ein interessanter Punkt, wo man nämlich steht, wenn man findet, dass das grundsätzlich falsch gelaufen ist. Das hat der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck vor kurzem gesagt, nämlich was ungefähr sein Politikverständnis ist. Und ich schlage vor, da schauen wir kurz rein. Man muss also verstehen, dass die Bürokratie entsteht aus etwas Gutem heraus. Wenn man nur sagt, das sind alles Idioten, versteht man nicht, wo das Problem ist. Es ist etwas Gutes, denn der Staat macht ja keine Fehler. Der Staat macht keine Fehler. Herr Habeck ist unverzagt. Glauben Sie, dass ihm noch viele folgen? Ja, ich glaube, er wird Mitglied der KPÖ werden. Darf er das? Also der Staat macht keine Fehler, ist absurd. Wir haben vorher darüber uns unterhalten, jedes Kollektiv, was drei Mann hoch existiert, macht Fehler am laufenden Band. Die Frage ist, inwieweit er offen genug ist, um es zu korrigieren. Ob ein demokratischer Diskurs stattfindet, der Fehlentwicklung erlaubt zu debattieren, und Demokratie meiner Meinung nach lebt ja vom Streit, lebt ja von der Auseinandersetzung. Und genau daran hapert es, einer offenen Auseinandersetzung über wesentliche Probleme in der Gesellschaft. Wie geht Ihnen ab? Sie finden, es gibt zu wenig Diskursfreiheit. Woran machen Sie das fest? Das mache ich daran fest, wie gewisse Themen behandelt werden. Es gibt der Jure, sage ich mal, also scheinbar eine Meinungsfreiheit, dass Sie sagen können, was sie wollen. Das kann ich ja jetzt hier im Service TV auch. Die Sache ist nur die, was danach dann wird und in welches Meinungsklima diese abweichende Meinung fällt. Bei Ihnen kann ich mich offen äußern, in Deutschland kann ich mich gar nicht in so einer Runde äußern. Es wird aber in Deutschland übertragen. Also, bitte? Es wird aber übertragen. Also es könnte dann problematisch werden, wenn Sie dann mit Restriktionen rechnen. Ja, diese Sendung. Die Sendung, das kann, ja, ich bin aber schon eine Weile sozusagen aus diesem etablierten Korridor raus. Das ist ein Preis, den man zahlt oder den ich bereit bin zu bezahlen. Aber es wird auch widersprochen. Das heißt, er kann sich ja öffentlich äußern ohne Konsequenzen. Das stimmt nur nicht ganz. Ja, also es gibt so einen Spruch, den habe ich im Netz gefunden, der erleuchtet das ziemlich gut, glaube ich. Das Problem an der Meinungsfreiheit in diesem Land ist das Aufräumen nach der Hausdurchsuchung. Herr Hellkamp, wurden Sie je in irgendeiner Form durch eine freie Meinungsäußerung belangt, beschnitten, verurteilt, eingesperrt? Ja, na, eingesperrt nicht.
In der DDR, ist es so gewesen. Aber nein, nicht während der DDR-Zeit. Ja, so einfach läuft das nicht. Ja, sondern Sie haben Konsequenzen. Ich bin im Kulturbetrieb unterwegs, der Kulturbetrieb ist links. Und wenn Sie da solche Meinungen äußern wie ich, sind Sie draußen. Da werden Sie eben nicht eingeladen. Da kriegen Sie Probleme mit Ihrem Verlag. Da kriegen Sie Probleme mit Journalisten. Es bildet sich ein öffentliches Klima. Und das öffentliche Klima hebt oder senkt den Daumen. Es ist nicht so einfach getan, Sie können sich überall äußern. Und das ist alles ganz locker und Sie werden ja nicht eingesperrt. Nein, einsperren ist das Ende. Aber es geht schon vorher los mit Problemen. Und Sie glauben, Sie werden irgendwann einmal eingesperrt? Ja, es ist ja nicht lustig, eine Existenz zu verlieren. Es ist ja nicht lustig, wenn man in seiner Wirtschaftskraft eingeschränkt ist. Es ist auch nicht lustig, beispielsweise, dass Sie plötzlich in Ihrer Bekanntschaft, in Ihrer Freundschaft aufpassen müssen, was Sie sagen, wem gegenüber. Das verändert ja das soziale Klima bereits. Und bereits das ist ein Preis. Aber warum wissen Sie das? Was haben Sie für Freunde? Ich meine. Ja, Herr Lackner, wir wissen alle, dass es genauso läuft. Das haben wir in Österreich Gott sei Dank noch nicht so. Das muss man ehrlich sagen. In Deutschland ist das natürlich so. Ja. Also, wenn, dann wird man bespitzelt im Freundeskreis. Also ganz nein, ehrlich. Das ist die Regierungsparteien aufrufen, Demonstrationen zu veranstalten gegen eine Oppositionspartei. Meine, es wurde aufgerufen, gegen Rechtsradikale zu demonstrieren, nicht gegen die AfD. Es wurde die AfD wird aber als rechtsradikal gelabelt. Und das ist das Problem, was dazu gehört. Das wird nicht diskutiert. Hat die AfD in Sachsen und in Thüringen aufgrund der Äußerungen der AfD-Funktionäre. Ja, aber da bin ich jetzt wieder dabei. Was sagt das Parteiprogramm? Jetzt gibt es in Münster, eine spannende Gerichtsverhandlung, wo festgestellt werden soll, ob das für die gesamte AfD gilt, dass man sagen kann und dass festgestellt wird, diese Partei ist gesichert rechtsextrem. Weil vier Funktionäre in Unsinn reden. Ich würde immer noch gerne ausreden. Ist das so? Ja, aber ich bin ja gerade am Sprechen. Und das ist im Moment die Rechtsfrage, die hier verhandelt wird. Und diese Aussage, also diese Einschätzung vom deutschen Verfassungsschutz wurde getätigt aufgrund von Aussagen von AfD-Funktionären und nicht von irgendjemandem. Aber es gibt können wir ja auch gerne einschätzen. Kann ich jetzt die Masse von, ich weiß nicht, wie viele Mitglieder die AfD hat, kann ich die Meinung von denen so framen, wie vier, fünf Funktionäre meinetwegen unsinnig ausgesprochen haben. Aber die vertreten halt eine Partei. Der Höcke ist ja nicht das Siebtezwerg von links, bin ich schon dabei. Also schauen wir uns erst mal Parteiprogramm an. Parteiprogramm der AfD wäre es egal. Im Parteiprogramm werden sie nichts finden. Darf ich mal einhaken? Übrigens in Münster vermutlich genau vielleicht auch eine Entdeckung, die nicht stattfinden aber es, würde. Es geht ja um die Berufung jetzt auch in Münster. Ja, das sollte ja diese Woche schon entschieden werden, wird nur ein bisschen dauern. Jetzt habe ich eine simple Frage. Wie würden Sie sich das denn wünschen? Soll man die AfD Ihrer Meinung nach verbieten? Ich finde, es sollte jetzt von einem unabhängigen Gericht festgestellt werden. Und ich bin davon überzeugt, dass das passiert. Im Moment verzögern die Anwälte der AfD diesen Prozess ja massiv. Ich hoffe, dass es bald ein Urteil gibt und ich gehe davon aus, dass dieses Urteil die Urteile oder die Einschätzung von Sachsen und Thüringen bestätigen wird. Und dass damit die AfD eigentlich mittelfristig verboten werden müsste? Als wenn es eine rechtlich festgestellte rechtsextreme Partei ist, wäre das sicher zu empfehlen. Ja. Aber wer stellt das fest? Der Verfassungsschutz, der kopiert Zeitungsartikel. Ja, wissen Sie, wie der arbeitet? Der Verfassungsschutz macht seine Arbeit sauber. Jetzt kann man ja mal vom Besten ausgehen. Angenommen, der Verfassungsschutz ist objektiv, macht seine Arbeit sauber und so weiter. Glauben Sie wirklich, dass das der richtige Weg ist, einen demokratischen Prozess zu verbessern? Dass man eine Partei, die mittlerweile 30% in den Umfragen hat, aus dem demokratischen Prozess ausschließt? Wenn eine Partei ein Sicherheitsrisiko ist, haben wir ein sehr grobes Problem. Für die etablierten Parteien? Nein, ich glaube, wir reden aneinander vorbei. Der eine Punkt ist, was hat den Aufstieg der AfD bestätigt oder befördert? Und das war natürlich zu gewissen Teilen oder zu weiten Teilen ein Versagen der etablierten Parteien. Weil dadurch ist dieses Vakuum entstanden. Und das ist ein Problem und darüber muss man reden, weil das ist der eigentliche Aufstieg der AfD. Aber wenn eine Partei als nachweislich rechtsextrem eingestuft wird und damit ein Sicherheitsrisiko für das Land ist... Aber warum ist das ein Sicherheitsrisiko? Das werden jetzt die Richter in Münster feststellen. In Thüringen und in Sachsen ist das bereits. Es gibt Umsturzpläne, es gibt rassistische Äußerungen, antisemitische Äußerungen. Einen einfachen Grund, warum die Leute in Deutschland sagen, ich wähle AfD, das ist das, weil die AfD sagt, wir wollen nicht die Migration, so wie sie bis jetzt gehandhabt wurde. Ja, das mag sein, das kann man auch diskutieren, aber es gab trotzdem Umsturzpläne von Teilen der AfD und auch die sind festgestellt. Was für Umsturzpläne? Naja, Wovon reden Sie? Von diesem Reichsbürgerputsch, von diesem lächerlichen? Wird auch angeführt, genau. Wo ist denn der? Ich möchte bei der Korrektivende, das wird im Moment beim Gerichtsprozess verhandelt und dann wird es ein Urteil geben. Dieser Operettenjournalismus, dem glauben Sie? Diesem Korrektivnarrativ und dieser Reichsbürger... Glauben Sie wirklich, dass der deutsche Bundesverfassungsschutz eine Operettenveranstaltung ist? Nein, das ist keine Operettenveranstaltung, aber er ist parteipolitisch auch durchsetzt. Er macht selber Fake-Accounts in sonst was. Und wenn Sie gucken, wie Sie... Es gibt in der AfD ein Gutachten von Herrn Morswig beispielsweise.
der bestätigt, ich wollte dazu noch was sagen mit Münster, der bestätigt, dass etwa 20% der Äußerungen von Parteifunktionären in diese Richtung gehen, die Sie sagen, aber 80% nicht. Und in Münster geht es darum, nachzuweisen, aber eine 40.000-Mitglieder-Partei aufgrund der Äußerungen von 20 Mitgliedern verboten werden kann, das halte ich für unwahrscheinlich.